Hi Fenzo, es ist ich. Heute habe ich ein interessantes Video, und zwar verkauft der Kollege von mir, der Rainer Riedl, seine Lanzinger Vierer. Und genau, das ist ein ganz interessantes Instrument, da machen wir jetzt ein bisschen eine Klampfprobe. Also die hat 120 Bässe und 42 Diskanttasten, also das dürfe ich eh noch dabei. 4 Bassregister und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stimmt das schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Diskantregister, genau. Rundum schaut es so aus, rote Balkstreifen, innen drinnen orange. Genau, hinten drin Balkschoner dran, gerade natürlich jetzt nicht oben. Und eigentlich, genau, relativ gut beieinander. Die steht zum Verkauf. Da machen wir jetzt ein bisschen einen Soundcheck. Gehen wir mal die Bassregister durch, ganz oben haben wir. Das ist ein stummes, also für MIDI-Spieler, es ist kein MIDI drin, aber wenn man einen MIDI spielen möchte, genauso haben wir rechts da hinten auch ein stummes. Also kannst du dann voll MIDI spielen, wenn du Lust hast. Genau, dann das zweite Register ist. Genau, dann haben wir da das volle. Genau, jetzt gehen wir auf die rechte Seite um. Da haben wir, wie schon gesagt, das stumme Register, da wo nichts gibt fürs MIDI-Spielen. Dann haben wir da die tiefe Oktave. Tastatur geht gut, also liegt mir gut. Schön wach ist natürlich mit Casotto das Instrument. Dann haben wir das zweite, ist die tiefe Oktave, jetzt aber noch mit dem Grundton dabei. Genau, dann haben wir das nächste, das ist dann tiefe Oktave mit zwei Grundtönen, oder? Ist das? Muss ich meine Brille aufsetzen? Genau, tiefe Oktave und zwei Chörigen dazu. Da steht die tiefe Oktave und Brille. Das andere zweikörige, also das auseinander, die ober- und tiefste Schwebung und die obere Schwebung, also mit der ungestimmten Grundton. Machen wir den da. Thank you.
Genau, jetzt haben wir das Master, das ist praktisch volle Kanne. Alles, was dabei ist, also vierkehrig. Da bist du ja voll oder? Genau, jetzt haben wir das klassische, also das Musette oder das Oberkleiner Register, das dreikörige Tremolo. Die Tastatur ist sehr leichtgängig. Sehr leichten Federdruck, aber ist, wie gesagt, immer eine Gewohnheitssache. Dann haben wir jetzt, muss ich wieder die Brille rausreißen. Das Vibrato, das ist praktisch die Oberschwebung und Unterschwebung vom Tremolo. Das sollte eigentlich so da wie ein bisschen wie ein steirische. Das hat natürlich ein Geschmoss auch, gell? Das andere, das ist das normale, also das, ich weiß jetzt nicht, ob das Ober- oder Unterschwebung ist, mit dem Grundton. Ist einfach der Grundton alleine im Casotto. Genau, vom Gewicht her so recht schwer ist es eigentlich auch nicht. Also hab's jetzt nicht gewogen, aber. Genau, rundum ein kurzes Instrument und wie gesagt, die steht zum Verkauf. Mit Casotto natürlich, 120 Bässe, vierkörig, 42 Diskanttasten und ein Koffer ist natürlich auch dabei. Bei Interesse einfach melden beim Rainer Riedl, ich zeige es euch hinten, nur, dass ein Balkschoner ist droben. Genau, so, Bassdrehen ist auch noch okay.
Also schaut eigentlich super aus. Äußerlich aber am besten selber anschauen oder beim Rainer Riedl melden. Einfach unten schreibe die Adresse ein oder die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Alles klar, solange alles easy, der Turbo-Rainer.